Ich bin ja Medienforscher und insofern ist man immer natürlich auf bestimmte Weise geeicht. Der eigene Blick ist auf bestimmte Weise geeicht. Ich muss schon von Berufswegen die Medien immer zum wichtigsten Problem erklären. Deswegen glaube ich schon, dass wir ein Kommunikationsproblem haben, vor allen Dingen ein Problem in der öffentlichen Kommunikation, in dem, was man wahrnimmt. Bestimmte Gruppen der Bevölkerung sind nicht mehr präsent in der Leitmedienöffentlichkeit, werden ausgeschlossen, werden zum Teil diffamiert, werden in ihren Anliegen nicht mehr ernst genommen. Gilt nicht nur für die Corona-Krise, gilt auch für viele andere Themen, wo sich Menschen, die nicht in Großstädten im Westen Deutschlands wohnen, die keinen Akademikerabschluss haben, mit ihren Themen nicht mehr wiederfinden. Und das würde ich sagen, ist einer der wichtigsten Gründe für die Spaltung oder für das, was wir hier unter Spaltung diskutiert haben. Auch da antworte ich wieder als Medienforscher. Ich glaube, wir müssen eine Debatte führen, eine öffentliche Debatte über Medienqualität, über die Abhängigkeiten, in die sich der Journalismus in den letzten Jahren begeben hat oder in die er hineinmanövriert wurde von Menschen, die Interessen haben, öffentliche Kommunikation zu dominieren, bevor wir nicht ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig Repräsentanz von allen Anliegen in der Öffentlichkeit ist. Bevor wir dieses Bewusstsein nicht haben, werden wir auch nichts ändern können. Wir brauchen also diese Debatte. Und wenn ich Debatte sage, heißt das, alle müssen mitmachen können, ohne dass wir Label verteilen, wie rechts, rassistisch, sonst wie auszuschließen aus dem Diskurs. Wir müssen alle hören, müssen alle mit ihren Anliegen ernst nehmen. Und dann, glaube ich, könnten wir uns auf einen anderen Weg begeben.